MTV Cribs live from Ibiza. Heute bei Öbil. Hier ganz sozial auch Slum für die Armen. So, let's check it out, baby. Hey, Öbil in the mix, ey. Nico, was geht ab, Mann? Was geht? Ja. Alles cool, ja, Leute. Leute, kommt rein, zeig euch mal unsere Hood. Jesus Christ! Das ist unser Tiger, der schreckt immer die Leute ab, damit wir keine Einbrecher kriegen, weil wir Millionen gelagert, Millionen von Euros in Form von Alkohol und anderen Sachen, die ich jetzt nicht nennen will. Na, das ist quasi unser Flur, Empfangsbereich, ein paar Kakteen aufgestellt. Gehen wir hier gleich mal hier rüber ins Restaurant. Unser Poolhaus. Hier schläft unser Superpärchen Mari und Jo. Man nennt sie auch Raupe Nimmersatt. Ja? Esst auf, bevor sie Wieso? Aufessen. Wieso? Statement bitte. Wieso Raupe Nimmersatt? Raupe Nimmersatt, sie isst gerne. Sag mal es mal so. Sie isst einfach gerne. Sehr gerne. Ja? Sehr gerne, okay. Ja? Cool. Man könnte sagen, sie stammt ab von der McDonalds-Familie. Okay. Weiter geht's. Komm mal. Let's go. Unser persischer Teppich direkt eingeliefert aus Dubai. Sehr geil. Ja, ja, ja. Unser überkrasser Holztisch aus Mahagoni-Holz, den wir aber leider nie benutzen. Vielleicht Schade. Korkenableger. Da hinten haben wir unseren Geräteschuppen, aber nichts Interessantes. Okay. Gehen wir erstmal ins Haus rein. Zum schönen Kommentar. Let's check it out. Hier unser erstes Bad. Sieht ein bisschen unaufgeräumt aus. Schönes Bad. Super Action haben wir geschrieben. Richtig klasse Zeug. Schön verarbeitet. Marmor. Hier, das erste Pärchenzimmer in unserem Haus. Das gehört den Fashion-Bloggern aus Kanada und Zürich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Schön liken auf Facebook. Ja, Mann, immer liken. Lisa und Gabriel Wolf. Like it, baby. Like it. Weiter geht's. So, jetzt kommen wir mal ins Wohnzimmer. Das quasi eigentlich nur als Abstellraum ging, wie ich feststellen konnte. Was ist hier los? Ich höre schon die Mucke im Hintergrund. Das ist bei uns 24 Stunden so. Okay. Du schläfst damit ein, du stehst damit auf, das ist halt üblich. Irgendwann ist das ganz normal. Nice. Ja, hier pennen auch. Hier pennt nur der Philipp, ja? Ja, Philipp, unser Lieferant. Ja? Cooler Typ. Nee, komm, wir gehen jetzt erstmal hoch. Gehen wir hoch? Okay. Das ist die Überraschung mit Leute, damit die mal was zu gucken. Und hoch, ja, die sind hoch. So. Das ist meine Hood. Auch ein bisschen unaufgeräumt. Falls ihr euch fragt, für was diese Netzzimmer sind gegen Moskitos, glaubt mir, das ist das A und O auf Ibiza. Schutz muss sein. Schutz vom Schacht. Immer Mantel überziehen, Mantel. Leute. Mantel. Das Zelt allein reicht nicht. Da penne ich und der Herr Krieg. Lutz Krieg. Max Krieg, wie man ihn auch nennt. Okay. Andere nennen ihn auch Bra. 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 Ja. Ganz easy. Das war's eigentlich. Aber hier in dem Zimmer pennt auch. Und da geht eine Wasser für eine den Kameramann. Wasser. Was ist das? Eine Wasser! Eieieiei! Ah. Ibiza, one love. Yeah, baby. Mit. Weiter geht's. Ja, da haben wir doch Max Krieg. Ah, ah! Nächster Haus. Er ist immer so bescheiden, er zeigt dich nicht gerne. Bro, hier, nimm dein Bier. Okay. So, das ist die Hood von unserem Hausherrn und Kameramann Nico Ibiza. Lass ihn mal kurz filmen. Geile Drecksau. Push mich nicht so. Ja, hier ist schon einiges gegangen. Ich empfehle euch nicht, dieses Bett reinzulegen. Ja, nein, ist zu hart, komm. Scheiße, ey. Das ist krass. Okay. Oh, Mann, das ist Jenny's Überreste. Oh, kommt nicht. Der Bra kommt nicht. Kommt nicht. Ey, das kommt aber nicht Facebook, oder? Das ist eins von unseren zwei Mega-Highlights. Ah, Baby. Der Turm. Ja? Hier oben kannst du als Glöckner arbeiten. Super Aussicht, chillen. Sie ist halt komplett ganz in Pizza. Aber nur nicht zeigen, was da unten sich befindet. Da, Airport. Jesus Christ. Sind das die House-Bitches? Yo. Einmal für die Kamera lachen. MTV Cribs. Der da unten rechts. Live from Ibiza. Unser Aussicht-DJ. Billigster. Aber wirklich nur Aussicht-DJ.
Was war dein Statement? Billigster DJ. Billigster DJ? Der da? Und der da hinten an der Matte ist pushen. Der Freund von Robin Nimmersatt. Bis da? Okay. Let's get it. Ich hab alles gesehen, den Turm. Fette Aussicht, schaut mal, Leute, da ist Ibiza. Man sieht das wirklich alles. Hier oben abends chillen, die Landschaft genießen. Ein, zwei Biere trinken. Wodka Tonic. Komm, geh mal runter wieder. Geht's weiter? Das geht weiter, weiter. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben noch die legendäre Küche vor uns. Und unseren legendären Kühlschrank. Okay. Falls euch gerade aufgefallen ist, wisst ihr ein bisschen weniger los. Weil circa die Hälfte der Gruppe auf dem Hippie-Markt ist. Was du heute dir auch auf dem Hippie-Markt zu tun haben? Ich meine, ich habe noch keine Hippies auf Ibiza gesehen, aber wenn sie meinen. So, jetzt kommen wir mal. Unsere Füße. Ja? Überlegt euch mal, waren jetzt zeitlang zwölf Leute in dieser Küche auf diesen Herdplatten. Zieht euch jetzt mal rein. Die wir gekocht haben, Respekt. Wir ernähren uns nur von demselben Zeug. Ja? Fisch, Steak, Fisch. Und grün. Grün. Immer schön viel Vitamine. Und wenn wir dann abends immer mal eine langweilige Session haben, dann haben wir unsere zwei Freunde hier, Moe und Nectar Imperial. Ah, nicht schlecht. Die müssen immer da sein. Und ich habe gehört, heute Abend Gastauftritt Eric Murillo in the Mix. Eric Murillo heute Double Penetration, erst in der Bar Mambo, danach in Pascha. Aber ich dachte, hier ist ja auch... Wie beim letzten Mal, VIP, wie immer. Das ist unser DJ-Set. Pump it. Ich hab auch langsam keinen Bock mehr, ich will wieder feiern. Das ist unser Outdoor-Bereich. Hier lässig. Und das ist unser legendärer Pool mit der legendären Aufsicht. Hier ist ein Pavillon aufgestellt zum Feiern. Leute. Jo, was sagst du dazu? MTV Cribs, live from Ibiza. Was ist das? Achtung, Aktion. Okay. Leute, ich hab langsam keinen Bock mehr für euch. Verpisst euch, ich geh jetzt feiern. Ciao.